Hallo, hallo, liebe WoW-Freunde, da sind wir wieder zurück in Azeroth, genau genommen in Goldhain. Triven steht hier so rum und guckt sich die Leute so ein bisschen an. Ja, also, wir haben heute was ganz Entscheidendes vor. Und zwar haben wir die Aufgabe von ihm hier, von dem Schmied Argus, die Aufgabe bekommen, wir möchten doch bitte mal nach Stormwind gehen und uns mit Grimond Elmore, ich glaube, so wird er ausgesprochen, ein bisschen unterhalten. Und ja, ich glaube, ich verrate es euch einfach mal. Wir werden dann nämlich eine kleine Reise unternehmen, dass wir also mal ein bisschen hier aus diesem Idyll mal rauskommen und in die, in Anführungsstrichen, große, weite Welt mal hinausziehen. Vorher gehen wir aber nochmal hier zu unserem Magierlehrer. Wir sind ja letztes Mal Level 10 geworden, aufgestiegen und da wollen wir mal gucken, ob der uns hier nicht was zu erzählen hat. So, und er hat tatsächlich etwas. Er möchte nämlich, er schickt uns also auch nach Stormwind und er möchte, dass wir dort vor Ort mit Jenna Haubitz, was für ein Name, uns unterhalten. Das ist unsere dort ansässige Magielehrerin. So, dann, oh, neues Wasser, ja. Und ich habe jetzt gerade, ich habe hier gerade schon mal 28 von dem kleineren Wasser noch gezaubert. Das klar, das können wir jetzt, dann kann ich gleich wieder wegschmeißen. Na prima. So, zack, weg damit. Schönen Tag auch. Wie, das war alles, was wir lernen konnten? Naja. So, da ist unser neues Wasser. Wasser Rang 2. Und dann wollen wir uns gleich mal ein bisschen was für die Reise zusammen fabrizieren. Oh, Reisen macht durstig, ne? Kann man so sagen. Ja, Mana niedrig, du mich auch. In der Tat, wir haben das allein, haben wir gelernt. Ne, ich wollte schon sagen, hier. Also den Frostblitz, Rang 2, klar, wollen wir. Frostrüstung, Rang 2, wollen wir auch, klar. Frostnova, ach, das ist hier zum Einfrieren, das ist auch schön. Schöne Sache. Schöne Sache. So, immer her damit. Machen wir das mal. Also, was war einmal der Frostblitz? Rang 2. Obwohl wir ja eigentlich auf Feuer gehen, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Aber egal. So, auf nach Stummwind. So, frisch gebufft ist halb gewonnen oder so ähnlich. Zack. Dann gehen wir mal nach Stormwind. Ja. Ich muss nachher mal schauen, inwieweit denn die Reiserei hier im Video langweilig oder langatmig wird. Muss ich mal sehen, wenn ich mir das nachher zusammenschneide. Ja, im Zweifelsfall, wenn es wirklich zu langatmig ist, dann werde ich einfach mal den Turbo wieder einlegen. Das kennt ihr ja inzwischen schon. Die kleine Beschleunigung bei der Lauferei, das ist ja nun nicht, gerade wenn man gestorben ist oder so und dann zurück zu seinem Körper zurücklaufen muss, das ist ja doch etwas nicht so unterhaltsam, würde ich mal meinen. Ja, so ein Hottie hätten wir auch gerne. Aber das dauert leider noch ein bisschen. Das dauert noch, ja, noch 90 Gold und 30 Level, oh, so ungefähr, ne? Ja, so circa. So. Da sind wir auch schon wieder im Stormwind. Sieht ja schon imposant aus hier mit den ja, mit den Statuen. Kann man da eigentlich noch Statuen zu sagen? Die sind ja so riesig. Aber ihr wisst, was ich meine.
Und der da unten, der sieht zwar auch aus wie eine Statue, aber der lebt übrigens. Also. Manchmal be bewegt er sich wohl auch. Habe ich mir sagen lassen. Oh, ich hab's heute irgendwie mit dem Hals. Vielleicht sollte ich doch nicht so viel reden, ne? So, jetzt machen wir als erstes machen wir mal Folgendes. Wir gehen jetzt hier nochmal in das Gasthaus. Und holen uns da. Waltraud? Aha. Nee, Waltraud holen wir uns nicht. Wir holen uns hier den Ruhestein. Ihr erinnert euch. Der Ruhestein, das war das Gedöns hier unten. Hi. So, damit wir zurück nach Stormwind reisen können. Und vielleicht empfiehlt es sich auch vorher nochmal zum Flugpunkt hier zu gehen. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, ob man den hier automatisch bekam oder ob ich den holen musste. Also schauen wir uns das lieber mal an. Nicht, dass wir nachher ja, uns ärgern, weil wir nicht mehr zurückkommen. Ah, nee, okay. Das sieht da so aus, dass wir den Flugpunkt hier automatisch haben. Ich brauche einen Flug, genau. Aber wir kennen noch keine anderen Flugpunkte, deswegen kommen wir auch nirgendwo, können wir auch nirgendwo hinfliegen. Ja, sei es drum. Das macht auch nur knapp die Hälfte. So, dann, genau. Wir sind ja im Moment hier im Handelsdistrikt. Hier oben sieht man das über der Karte. Also Handelsdistrikt von Stormwind. Und jetzt gehen wir mal Richtung Altstadt. Das heißt, wir gehen hier durch. Ja, Stormwind ist ja ein bisschen größer, ne? Das ist ja nicht so eine kleine Klitsche dann wieder unten in Goldhain, sondern Stormwind ist ja so ein bisschen. Ah, hab jetzt gerade keinen passenden Vergleich, ist auch wurscht. So, das ist also die Altstadt, dann latschen wir auch mal kurz mal durch. Ich weiß, ihr kennt das alles, ihr kennt das alles. Macht ja nix. So, jetzt Richtung Zwergendistrikt, denn wir wollen ja zu dem, wie hieß der nochmal, Grimmond, Elmor oder so. Der Zwerg. Und der wird wohl im Zwergendistrikt sein. Ja, natürlich. Der hat ja sozusagen nach uns schicken lassen. Oh, Zwergendistrikt. Ja, das erkennt man woran? Da zum einen, dass hier so viele Zwerge sind. Toll. Ja, hier gibt es also auch die Schmiede, wenn man also nicht schneidert, wie wir das machen, sondern zum Beispiel Schmiedekunst erlernt oder da hinten haben wir noch einen von den Gnomen, wenn man also sich für die Ingenieurskünste entscheidet. Dann ist man hier anfangs ganz gut aufgehoben. So, jetzt schweifen wir schon wieder ab. Wir wollten nämlich eigentlich jetzt mal hier vorbeilatschen und uns den Grimmond Elmor etwas näher ansehen. Wo steckst du? Ja, da steht er wohl rum. Genau. Hi. Oh. Ich glaube, ich lasse mir auch mal einen Bart stehen. Ich habe übrigens, also ohne Scheiß, ich habe vor, wie lange mag das jetzt her sein? 2, 3 Jahre bestimmt. Da war ich in Bremen unterwegs. Und da ist mir am Bahnhof, ist mir tatsächlich ein junger Bursche entgegengekommen, der hatte, gut, der Bart sah nicht so aus, aber der hatte sich wirklich den Bart lang wachsen lassen. Und er sah also ganz eindeutig nach WoW aus. Der war also auch kunstvoll
klöppelt, wie auch immer man das ausdrücken soll, ich keine Ahnung. Also hat man sofort erkannt, das ist ein Kollege sozusagen. So, ach ja, bevor ich es vergesse, genau. Elmore schickt uns hier nämlich Richtung Loch Modan, so heißt das Gebiet. Und zwar sollen wir dem Gebirgsjäger Sturmlanze oder Sturmlanze, Sturmlanze, keine Ahnung. Fragen wir ihn gleich mal, wie er sich spricht. Dem sollen wir nämlich ein schönes Päckchen überbringen. Na gut, und da wir ja nun nicht immer an einem Ort bleiben können, gehen wir einfach mal. So. Und um das zu tun, fahren wir mit der Tiefenbahn. Ja, immer nur laufen geht auch nicht, ne? So. Tiefenbahn. Das ist wie bei uns auch mit der Bahn. Die kommt auch immer viel später, als man denkt, aber wenigstens kann man sich hier drauf verlassen, dass die Züge auch kommen. So. Mit der Tiefenbahn fahren wir dann Richtung Ironforge. Zu den Zwergen, natürlich. Wie könnte es anders sein? Da ist sie schon, da ist sie schon. Ja, Mensch, das geht ja heute. Ja. Wie es Geschwafel, genau so geht's. Zack, zack, die Waldfee. So, auf geht's. So, da sind wir auch schon. Dann schnell mal aussteigen. Ah ja, okay. Der niedliche kleine Kerl hier, Monty, Braucht ihr Hilfe? der hat noch eine Aufgabe für uns. Und zwar, wofür sage ich euch jetzt nicht, aber er bittet uns, wir möchten doch mit der Rattenfingerflöte, die er uns gleich in die Hand drückt, 5 von den Untergrundratten hier in der Tiefenbahn einfangen. Düdüdü, genau. So. Machen wir natürlich auch. Wir wollen ja nur helfen, ne? So. Da ist ja schon mal eine. Uno. So, jetzt klopft da draußen einer rum. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Kann ich nachher feststellen. Ich die Aufnahme checke. Wird nicht geklopft. Ja, die haben unten an der Straße haben sie ein tiefes Loch gebohrt oder geschraubt oder geschaufelt. Ja, genau, geschaufelt wohl eher. Irgendwelche Gasarbeiten habe ich vorhin gesehen und kann mit Glück sagen, dass ich da vorhin mit dem Fahrrad nicht reingeplumpst bin. Das ging gerade noch mal gut. So, Monty. Kann ich euch helfen? Da kriegst du deine Flöte zurück. Ich wünsche euch einen schönen Und die Tag. 5 Ratten. Ja. Der packt sie jetzt ein, quasi. Man sieht sich. In eine Box. Auch wenn man das jetzt hier nicht so sieht.
und gibt uns ein Paket in der Hand. Das soll man nachher für seinen Bruder mitnehmen. Ratet mal, was da drin ist. Die Box hat keine Luftlöcher, nein. Um Atemluft reinzulassen zum Bleistift. So, da sind wir also in Ironforge. Kuckuck. Jo. Also das sind keine Zwerge, das sind Gnome. Ist dir alles, ich weiß. Ja, hier kann ich mich immer nicht entscheiden, in welche Richtung laufe ich denn. So, hier empfiehlt es sich aber auf jeden Fall erstmal den Flugpunkt zu holen. Jetzt gucken wir nämlich nachher in die Röhre. Was ist das eigentlich mit der Lautstärke? Ist das nur für mich so leise, oder? Ah, okay. Da, das Grüne da hinten. Rechter Hand. Genau. Das ist der Flugpunkt. Kannst mir den Flugpunkt geben, Dankeschön. So, und wir können natürlich jetzt dann theoretisch direkt nach Stormwind fliegen, ne? Also wir müssten auch nicht immer mit der Bahn fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Ach nee, das war wieder was anderes. Ja, hier gibt es übrigens auch eine Bank. Da ist die Bank, da. Nee, ach nee. Das Waffenhaus. Fruchtzwerg, ja. Das ist ja mal ein guter Name, oder? Cool. Ja, dann können wir mal gucken, was wir denn so auf der Bank haben. Ja, nicht so viel, ne? Nicht so viel. Na gut. So, jetzt machen wir uns mal auf die Reise. Wir gehen einfach mal hier vorne mal raus. Viele Zwerge auf einmal, das kann man ja schwer ertragen. Da gehe ich lieber. Nee, Scherz, ne? Ich mag Zwerge, ich stehe drauf. Ich finde die einfach goldig. So, gut, dass wir warm angezogen sind. Mit unserem kleinen Leibchen da auf dem Rücken. Hier ist es nämlich bangig kalt. Dunmuruk. Genau. So, ich mache mal die große Karte an. Zack. Da sehen wir auch schon mal, wo wir sind. Wir kommen jetzt also hier gerade aus Ironforge raus, da aus dem Berg sozusagen. Das ist die Stadt unter dem Berg, wie man es so schön kennt. Und wir laufen jetzt hier runter, überqueren das kleine Flüssle und latschen dann hier so längs und gehen dann hier oder da mal gucken. Wiederum durch den Berg. Nee, nicht zum Sumpfland, sondern nach Loch Modan. Genau, da wollen wir nämlich hin. Da. Nee. Doch. Ach. Sehen wir schon. Ja. Geografie ist sowohl im RL als auch hier in Azeroth nicht unbedingt so eine meiner Stärken. Aber das macht auch nur knapp die Hälfte. Mensch, haben wir auch schon gleich wieder Zeit für den ersten Cut. Donnerwetter. Naja. Also ich würde mal sagen, wenn wir da unten sind, dann mache ich mal einen kurzen Schnitt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
laufenderweise, wenn es wieder heißt, schaltet ein oder schön, dass ihr eingeschaltet habt und so weiter und so fort. Genau, so, also, liebe Freunde, dann bis gleich.